Und hör auf zu weinen und Tränen zu vergießen, sondern komm heraus. Wenn du herauskommst, dann wird der Herr hinabkommen. Dann wird er dich kämpfen. Das, worüber du nachdenkst und weinst, ist der Herr. Und da, wo du meinst, da wird er dir Freude geben. Hast du vielleicht Trauer in deinem Leben? Meinst du auf der Arbeit? Meinst du über deine Kinder? Meinst du, was du in der Hand hast?